Die Wirtschaftskammer Österreich berichtet auf ihrer Webseite über die Neuerungen im Gefahrgutrecht ab 1. Jänner 2023 für die Straßenbeförderung, Eisenbahnbeförderung und für die Beförderung auf Binnenstraßen. Für die Freistellung für den Transport von Geräten und Maschinen, die gefährliche Güter enthalten, war eine Übergangsvorschrift vorgesehen, die Ende dieses Jahres abläuft. Ab dem 1. Januar 2023 müssen solche Gegenstände einer von 12 UN-Nummern zugeordnet werden, sofern die Menge der enthaltenen Gefahrgüter die Grenzen für begrenzte Mengen übersteigt. Informieren Sie sich rechtzeitig über die neuen Vorschriften und notwendigen Maßnahmen, wie zum Beispiel die Frage, welche Fahrzeuge mit einer automatischen Brandunterdrückungsanlage ausgerüstet sein müssen. Zum Abschluss empfehlen wir dir noch, uns auf unseren unterschiedlichen Social-Media-Kanälen zu folgen. Es kostet nichts und du verpasst keines unserer Videos für die Logistik- und Transportbranche. Alle entsprechenden Links findest du in der Videobeschreibung. Vielen Dank für den Daumen hoch, sowie fürs Teilen, und Servus bis zum nächsten Video.